Scheiße. Ach, weißt du was, Jan? Ich sag lieber nicht, was ich gerade denke. Guten Morgen, meine Lieben. Im Hintergrund hört ihr den Jan und die Acelia. Kann man sehen. Ja, kann man hören und sehen. Heute werden wir auch beim Fotografen im Kindergarten sein. Das heißt, ich werde um 1 Uhr die Acelia abholen und die nochmal alle umziehen. Und dann werden Fotos gemacht. Du machst Quatsch. Ich sag's dir. Ja. Gianni, hast du von der Milch schon getrunken, Gian? Nee. Warum nicht? Da. Da ist die Milch. Zeig mal. Oh, das sieht eher aus wie ein Brot. Nee. Mmh. Nimmt er dich mit? Fernseh gucken. Gianni, nein, nein, nein. Gianni. Guck mal, noch dein Wischeimer von gestern. Gianni, nein, wir gehen, komm. Sonst willst du immer raus. Gianni. Guck mal, deine neuen Schuhe. Liebhabenschuhe. Das ist immer gut. Deine Brotdose, alles hast du reingemacht, ne? Die Schuhe zieht die anderen an. Ja. Die sind doch nass. Chadi, guck mal zu mir. So, und die nächsten zwei Ladies. Hallo, mein Schatz. Hallo. Celine wollte eine Wurst und die Itzi wollte Müsli. Müsli, Nesquik, Bällchen, keine Ahnung. Und mit dem Bären kuscheln, weil der Bär, sorry, der Bär war nämlich auf der Heizung. Und die Heizung ist natürlich schön warm. Gegessen haben wir, die Haare haben wir gemacht. Und Rucksäcke habe ich auch schon vorbereitet. Komm, ich helfe dir. Und dein Unterhemd guckt auch noch volle Kanne raus. Wie siehst du denn aus? Mami, Kanne. Mami, du. Internet. Nein, Celine. Celine. Hier. Erstmal mach mal die Schuhe aus. Und ich zu. Deine Turnschuhe an. So, alle Kinder abgegeben. Ich bin genau vor 2 Stunden aufgestanden, habe bei mir nur Zähne geputzt und schnell mit dem Wasser mein Gesicht gewaschen. Nicht mal eingecremt, spannend voll. Und sonst habe ich wirklich nur die Kinder fertig gemacht. Unglaublich, wie sich die Zeit das verschlingt. So.
aber auch noch die Waschmaschine angemacht, Klamotten rausgesucht, die Kinder fertig gemacht. Habe ich noch irgendetwas gemacht? Nee. So, und jetzt schnell zum PC. So, ich habe geduscht, meine Haare, alles ist jetzt frisch. Habe immer noch Selbstbräuner, der ein bisschen zu dunkel geworden ist. Und ich frage mich, weshalb ich hier so dunkel bin und hier nicht, weil ich habe es eigentlich natürlich auch auf den Hals und auf meinen Armen aufgetragen. Der Idi hat eben auch noch den dran geholt, der schläft jetzt unten. Problem ist, heute gibt es ja die Fotos, habe ich euch ja erzählt. Und der hat jetzt voll die Schramme über seine Nase. Die Achillea ist wieder gekratzt, wie vor einem Jahr auch. Und ich habe genau 40 Minuten Zeit, um nicht nur mich fertig zu machen, sondern auch noch Klamotten rauszusuchen. Dann packe ich den Can ein und laufe zum Kindergarten. Und dort werde ich auch die Kinder noch mal ein bisschen zurecht machen. Deshalb ist es gar nicht so viel Zeit. Und ich muss loslegen. You said fine, you win, but it feels like I didn't win anything. I don't believe it. You say that I'm all you need, but we slam, we cry, we scream. I don't believe it. So, will we dann mitnehmen? Du Idi, wie geht's dir heute, Idi? Bisschen besser, ja. Noch so leicht. Ja, übertreib heute nicht. Mach noch ein bisschen langsamer und dann bist du morgen fit. Ja. So, dann nehmen wir Johnny mit. Mein Schatz. Was ein Glück, dass ich mich geschminkt habe. Das war wirklich einfach nur so, weil ich Lust hatte, weil ich nonstop, weil ich mich die ganze Zeit nicht geschminkt hatte. Und wir haben dann sofort Familienfotos mit dem Fotografen gemacht. Voll schön. Da wir auch Hunger haben, fahren wir jetzt mit den Kindern was essen. Der Idi postet gerade, glaube ich, ein Foto, weil es ist so selten, dass alle so sauber sind und das zur gleichen Zeit. Hat er eben ein Foto gemacht und nun fahren wir essen. Wahrscheinlich Loop. Anschnallen und los geht's. Wir sind nur bis zum Penny gekommen, weil wir haben Fleisch vom Türken und das war so lecker. Ich glaube, wir machen nämlich das jetzt. Wir grillen. Mathieu hat eine weiße Hose an, also grillen. Du willst rein? Dann los. Kann ich? Super. Ja, Schatz? Wolle, macht sie mir rein? Jenny. Ja, mach nicht. Jenny, guck mal zu mir. Johnny hat sich einen Joghurt geholt und ihn aufgemacht im Laden. Und ich habe ihn den nicht geben wollen. Und guckt euch das mal an. Johnny, komm jetzt. Schatzi, jetzt darfst du den Joghurt. Im Laden bitte nicht. Johnny, ich bin wegen dir total dreckig. Komm jetzt. Komm, Schatz. Hexe? Komm. Wo ist der Joghurt? Guck mal, da hast du ihn. Guck mal, hol deinen Joghurt. John! John, guck mal. Hier. Weißt du was, Jan? Ich sag lieber nicht, was ich gerade denke. Meistens weg, da ist ja Müller. Ah!
Da kommt man zusammen. Die sind echt lecker. Gibst du mir noch trinken, weil ich habe Sani gefragt und er sagte ja, du hast. Okay. Was denn hier? Die schmecken voll lecker. Willst du? Willst du schnell lecker schmecken? Achso, ich hab für euch. Ich bin grün. Warte. Darf du essen? Wie viel hätte uns Flug gekostet, dort zu essen? 20. Ja, allein du hast letztes Mal bei Würstchen 18 Euro bezahlt. Und Kentucky haben wir 23 Euro bezahlt. Also die 40 Euro. Mit Eis 60. Ist einfach umsonst. Sorry, ich habe so Hunger, dass ich gar nicht mehr denken kann. Was soll ich jetzt machen? Salat. Was kann wir denn hier tun? Schatz, ich kann jetzt echt nicht. Lass mich in Ruhe, weil danach habe ich hier nichts geschafft. Wir können das Brot von gestern auf den Grill legen. Ja. Schatz. Oh, Schatz? Ja? Kannst du das hier wegwischen? Ja. Sonst fallen alle da drüber. Ja. Ich war fleißig. Ich habe die komplette Küche sauber gemacht. Den Salat habe ich auch fertig und nun gehen wir nach unten. Der Grill ist schon voll am Grillen. Itzi, nimmst du bitte die Würstchen mit? Ja. Kinder, nicht mit Schuhen hier alle rein, sag mal. Ich habe doch gerade erst alles hier sauber gemacht. Andrea, Schatz, Handy jetzt mal weg. Hat sie jetzt genug gespielt? Kann später nochmal, aber erstmal mit der Familie den Tag genießen. Du liebst uns ja so sehr. Nimmst du noch die Flasche Wasser mit? Andrea, morgen ist Freitag, Wochenende. Und die Wohnung sieht sauber aus, das heißt, wir können was unternehmen. Mama braucht dann nicht mehr zu putzen. Oh, die einzige Hose, die noch schön war. Aber ich liebe dich trotzdem, mein Schatz. Ja, Mama. Ja? Lebt er noch? Ja, der lebt aber einen. Einen gibt's nur. Ja, eine Tierde. Johnny, das war auch deine einzige Hose, die noch richtig schön war. Wow, ist das toll. Ja, hätte heute um 13 Uhr online kommen sollen. Die haben schon gewartet. Aber wir haben ja jetzt alles aufgeräumt und können loslegen mit dem Video drehen. Das wird so eine Erleichterung sein. Den nassen Tuch hast du nicht mitgebracht, den ich gesagt habe. Ach so, waren Gedanken. Selle hat mir das gebracht. Das hast du mir gesagt, Mama hat keine nasse Tuch, Baba. Ah, du wolltest auch ein nasses Tuch? Ja. Ach so, ich auch von dir. Nein. Das habe ich ganz nicht. Alles klar, dann hole ich. Ich brauche ja sowieso Bewegung. Wow. Wie bitte? Das Gelbe ist zu hart dafür. Ich hole das andere. Ich hole das Weichei. Was ist das Weichei? Wende mal. Guck mal. Wow. Erzähl dir, Schatz. Meine Liebe zu dir ist sehr groß. Du tust mir jetzt einen Gefallen, indem du deine weißen Schuhe ausziehst und normalen alten Schuhen wieder anziehst. Weil die macht man nicht dreckig, Schatz. Zudem kommt noch dazu, dass die neu sind. Ist eine Erziehungssache. Du kannst nichts dafür, weißt du. Zieh einfach irgendeine alte Schuhe an, mein Schatz. Die schwarzen, ne?
Dann kannst du rumspringen und so, Schatz. Ohne Probleme. Das ist keine Produktplatzierung. Kannst du damit Ketchup essen? Ich war in einem türkischen Laden und da haben die gerade Regale eingruppen und meinte, das ist unsere eigene Produktion und es schmeckt ganz gut, soll ich mal probieren. War jetzt nicht so günstig, aber auch nicht so teuer. Also 5 Euro, da sind ja 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ich habe gesagt, dass sie die andere Schuhe anziehen soll, weil sie die ganze Zeit mit den weißen Schuhen da auch. Wir probieren das mal, ob es gut schmeckt. Soll neu sein, wo der Werbung gemacht hat dafür. Ach so. Ich habe gesagt, dass es keine Produktplatzierung ist. Ich probiere es mal sehen, vielleicht ist es wirklich gut. Mama, jetzt warum hast du die abgemacht? Das sah so schön aus. Oder jetzt hast du. Soll ich dran machen? Aber das war Monsterbaby. Ja, aber ich muss jetzt Essen machen. Ja, Schäde, ein bisschen. Achso, vielleicht, weil ich hier gesagt habe, kein Handy und die Isi hat ein Handy. Mama? Aber wir sind kaputt. Du kannst meine Hand halten. Das hast du wenigstens so, als würdest du dich freuen. Aber ehrlich. Der windet auf. Darf ich mal noch was sagen? Nee. Baby, du machst du nicht ganz auf. Darf ich auch? Auf, Daddy. Ja, Schatz. Mama, Baby, auf. Ich sterbe. Sterben mit dem Baby. Dann leg los. Guck mal, ich habe mich nackt gemacht. Ich habe es heute nass angezogen. Das ist cool, gell? Total schnell. Erstens ist es richtig schnell trocken und zweitens ist es voll cool. Früher hätte ich 3 Tage gewartet, bis es trocken wird. Aber Schatz, wir müssen echt was mit deinen Klamotten machen. Deine Binnenbeine. Die Hose sieht echt aus wie Opa. 10 Jahre. Ja, das sehen wir alle. Und die nächsten 10 Jahre wird es ja auch noch geben. Ich bin treuer Mensch. Sie guckt, wie er es probiert. Guck mal, da nicht. Du hast ihn. Ah, ist der Eiswürfel mit? Aber ich bin kein Mitleid-Kreis von euch. Mama, wie geht sie auf wieder? Papa wollte, dass Mama ihn lange in Ruhe lässt. Deshalb dachte er sich, oh, dann mache ich mal eine Zitterparty. Echt jetzt? Nein, Schatz. Mama! Überhaupt nicht gut, manchmal bekommt man Zitter. Mama, wie geht sie auf? Schatz, die ist schon auf. Pass auf, bevor sie runter. Kannst du hier schon auf die Idee, kannst du das ein bisschen warm machen? Mama, ich wollte schon sagen, gib mir mal Füße, das Mama, Baby, es ist kalt, warte mal. Johnny. Was denn, Johnny? Oh. Der. Warum hast du denn noch dein Unterhemd an? Das hast du und dann, ja, dann zieh das aus und lass nur das Unterhemd an. Will ich auch gerade. Weil ich finde es total schön. Ja. Sieht aus wie ein Spaghetti-Träger, nennt man das. Diese Elfen? Guck mal. Oh ja. Ich geb dir eine. Ja, die ist halt noch. Warte, ich schneide sie dir, damit es schneller kühler. Dann. Aua. Dann heiß. Aua. Aua. Mama, hab ich nur Mama. Und da hat sie mich voll gehauen. Selin. Idel hat auch drauf. Ja, du hast angefangen. Hey, Selin. Hey. Aua. Wenn du es noch Selin. Selin, lass sie. Sag mal. Aua. Selin, ich hab dich doch nur angefasst. Kinder, ich gehe gleich weg. Ich hole mir eine eigene Wohnung. Wollt ihr das? Ich, ach, du schläfst. Oh, Entschuldigung. Sie wollte nur ihr kühl machen. Oh, mir ist voll heiß. Wir sind in der Sonne. Ah, Mama, siehst du heiß? Kinder, seid ihr nervig? Au! Der Idi hat einfach eine Aubergine gegrillt und dann schneidet man sie auf und ja, kippt die Seiten nach links, rechts. Das Ganze sieht dann so aus und es schmeckt so lecker. Die Sonne bestimmt 30 Grad. Brot ist so lecker, Schatz. Oh ja. Mal gucken, ob es was wird. Ja, Idi, wir wissen es.
Guck mal, aber du gehst. Ja, können wir gleich machen. Wir sind gar nicht fertig. Wir haben nur 10 Minuten gemacht. Ja, siehst du, das reicht. Ich bin gespannt. Viel gegessen. Ich hoffe, man sieht mich überhaupt. Es ist ziemlich dunkel hier im Schlafzimmer. Ich habe ganz den Innenhof sauber gemacht. Und jetzt war ich noch kurz am PC, muss gleich nochmal meine... Achso, dann hatte noch auf die Kids aufgepasst, als ich die Wäsche gemacht habe. Meine nächste Tour ist gleich fertig, die hänge ich dann auf. Und wasche meine Pinsel und mache dann die Kinder fertig. Jetzt habe ich so viel gelabert und ich weiß gar nicht, ob man mich sieht. Die Kinder schlafen alle. Der John schläft seit 9:30. 7:30. Das wird morgen früh. Und die anderen schlafen seit 9:00. Es ist jetzt 9:45. Ich habe meine Pinsel gewaschen, die Küche noch sauber gemacht. Heute gab es wieder Nudeln mit Milch und Zucker. Ganz wenig Zucker natürlich, damit sie auch einschlafen, hat auch geklappt. Und ja, jetzt muss ich mich gleich ein bisschen abschminken. Ich habe noch etwas mit den Lidschatten experimentiert, deshalb wirke ich vielleicht ein bisschen anders als vorhin. Und ja, ach so, Klamotten für die Kinder für morgen alle rausgelegt, damit ich morgen früh nicht ins Wanken komme. Oh. Wendy Capriso in der Werbung. Was noch? Meine allergische Tablette. Du, meine Lieben, jetzt ist es 10:45 und ich habe eben noch ein bisschen Red geguckt. War ganz schön, weil die auch über YouTuber und Instagram, ja, geredet haben und das fand ich ganz cool. Ich habe blöderweise meine Tablette für die gegen die Allergie zu spät genommen. Deshalb wurde ich nicht so schnell müde und morgen früh würde ich Probleme haben aufzustehen. Aber ich wollte noch ein bisschen mehr abschalten, von dem Tag runterkommen. Und ja, das habe ich jetzt gemacht. Ich trinke noch ein Glas Wasser und lege mich schlafen. Deshalb wünsche ich euch eine gute Nacht und wir sehen uns morgen. Stell mir an, es klingelt, ich so, oh, die haben es verdient, es klingelt. Deswegen bist du auch nicht die Kardashians. Boah! Wenn du nicht. Ich dachte so für Sommer. Für mich? Hey. Oh. Kannst du auch anziehen? Das kann ich auch anziehen. Zum Training. Ja. Lass mich das mal mit meinem Schweiß in Verbindung bringen.